Hallo, meine Wolfies, zu einem neuen kleinen Video. Und zwar ist das hier dann die, sag ich mal, Pilotfolge zu einer eventuell kommenden Videoreihe. Eventuell liegt daran, dass ich für diese Videoreihe ultra viel Zeit benötige und ich deswegen erst gucken möchte, wie so die Resonanz ist, wie die Reihe ankommen würde, ob euch das überhaupt gefällt, ob ihr sowas überhaupt weiterhin sehen wollt und ja. Wenn die Resonanz gut ist und das Video bei euch gut ankommt und ihr auch Lust auf so eine Videoreihe habt, dann wird es durchaus häufiger Videos zu dieser Reihe geben. In welchen Abständen, das kann ich aber leider noch nicht sagen, da das Ganze, wie gesagt, ziemlich zeitaufwendig ist. Dann würde ich sagen, fange ich einfach mal mit dem Video an und dann sage ich im Nachhinein, also nach dem eigentlichen Video, noch ein, zwei Worte dazu. Herzlich willkommen zu den MC News aus dem kompletten Monat Januar. Wir fangen an mit dem Server gomhd.net. gomhd hat in den letzten Wochen ein Bauevent gestartet, in dem ihr euch als Builder bewerben könnt. Also der komplette Bereich nennt sich dann Architektur und nicht Builder. Wenn ihr dem gomhd.net Bauteam jedoch beitreten wollt, müsst ihr im Moment ein bisschen Geduld haben, denn durch verschiedenste Fehler und Bugs wurde das ganze Event pausiert, wird jedoch, sobald die Bugs behoben sind, fortgesetzt und dementsprechend auch verlängert. Die Serverdomain heißt dann bauevent.gomhd.net. Nur im Moment funktioniert das leider nicht und ihr landet beim Joinen einfach auf dem normalen Server. Außerdem gab es noch ein Clan War Update im Modus Course. Dort wurden unter anderem Maps entfernt und neue hinzugefügt. Es gab eine Änderung in der Teamkonstellation. Dort können jetzt ab sofort 2x6 in der Teamkonstellation spielen. Und im gleichen Atemzug wurde damit dann die Partygröße von Non-Premium-Spielern von 4 auf 6 Spieler erhöht, damit auch Non-Premium-Spieler eine komplette Runde für ein Clan War vollkriegen können. Außerdem wurde die Deathmatch-Zeit von 1 Stunde auf 30 Minuten herabgesetzt. Und im Deathmatch selber bekommen diejenigen, also der Clan, der im Vorfeld schon einen kleinen Vorteil erarbeitet hat, auch einen kleinen Vorteil im Deathmatch. Und zwar bekommen sie 3 extra Herzen. Dies bekommen die aber nur, wenn sie schon einen Core des Gegnerteams abgebaut haben. Sollten beide Teams schon einen Core abgebaut haben, erhält keiner einen Vorteil. Außerdem wurde die Rejoin-Zeit erhöht auf 5 Minuten. Das heißt, wenn ihr einmal rausgeflogen seid, könnt ihr wieder reinkommen innerhalb dieser 5 Minuten. Und die letzte News zu gomhd.net betrifft den Protektor. Und zwar wurde die Arbeit am Protektor vorerst komplett eingestellt. Kommen wir zu Temolia. Auch bei Temolia gab es ein paar Updates. Und zwar gibt es nun die Möglichkeit, nicht mehr mit /StatsAll die kompletten Stats einzusehen, sondern gibt es unten im Stats-Fenster die Möglichkeit, mit Button auf die verschiedenen Statistiken zuzugreifen. Außerdem gab es noch minimale kleine Updates in Castles, dass Obsidian nun nach ein paar Sekunden verschwindet oder dass im Pixelshop die Megacubes keine Teleports mehr verhindern. Außerdem gab es aber bei Temolia die letzte Zeit ein paar Ausfälle und Probleme, was eventuell auf Nitrado zurückzuführen ist, denn es gab eine kleine Wartung bei Nitrado und im Anschluss kam es wie immer wieder zu Ausfällen. Ob es wirklich mit Nitrado zusammenhängt, weiß ich nicht, aber für mich lässt sich diese Schlussfolgerung zu. Da auch ein paar andere Server Probleme hatten seit diesen Wartungsarbeiten von Nitrado. Der nächste Server ist Revenside. Dort gab es ebenfalls ein kleines Update zur Wartelobby und zum Freundesystem. Da dieses Update recht umfangreich ist, werde ich es nur kurz anschneiden und alle weiteren Informationen könnt ihr natürlich, wie auch für alle anderen News, über Links in der Videobeschreibung erreichen. Dort findet ihr dann die Threads oder Ankündigungen zu den jeweiligen Updates. Dieses Update umfasst unter anderem einen Clicks per Second Tester, wo ihr dann vor den Runden schon mal testen könnt, wie viele Klicks ihr überhaupt habt, da dies inzwischen eine recht große Rolle im Minecraft PvP spielt. Das Update zum Freundesystem umfasst unter anderem, dass ihr jetzt die Stats eurer Freunde einsehen könnt und euch dann mit diesen unter anderem vergleichen, falls ihr das braucht. Ein weiteres Update von Revenside ist Rush 4x4. Und zwar gibt es jetzt 4x4 Maps ohne Gold, die neu hinzugefügt wurden, um euch den Spielspaß zu erhöhen, wenn ihr nicht unbedingt mit Gold spielen wollt. Bei Bergwerk Labs gab es Anfang des Jahres ein kleines Update und zwar könnt ihr nun das Filmstudio oder die Sets von der Serie Antarktika besuchen
Und zwar könnt ihr dann unter antarktika.backlabs.de darauf joinen und euch das Ganze ansehen. Und der letzte Server ist Cytoxin, denn Cytoxin hatte ähnlich wie Timolia seit den Wartungsarbeiten von Nitrado einige Ausfälle und Probleme, jedoch hoffen sie, dass das jetzt endlich behoben ist. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr diese Reihe eventuell häufiger sehen wollt, dann könnt ihr kommentieren, liken, favorisieren, euren Freunden teilen, was auch immer. Hauptsache, ich kriege eine Rückmeldung, dass ihr diese Reihe häufiger sehen wollt oder dass euch das besonders gefallen hat. Dann würde ich das häufiger bringen und ich würde diese Reihe auch mit YouTuber-Fakten, also Minecraft-YouTuber-Fakten ergänzen. Dazu bräuchte ich dann aber eventuell eure Hilfe, da ich nicht die Zeit habe, neben dem Studium mir alle Videos von den größeren YouTubern durchzugucken. Deswegen gibt es für euch die Möglichkeit, auf den Community-Discord zu kommen. Schleichwerbung! Und zwar gibt es auf diesem Community-Discord die Möglichkeit, YouTuber bzw. auch Server, Fakten, News oder was es gerade Neues gibt in der deutschen Minecraft-Welt einzutragen, sodass ihr mir damit vielleicht ein bisschen unter die Arme greift. Die von euch, die mir dann besonders viel helfen oder besonders viele Sachen dort mitteilen, bekommen dann auch eine besondere Kennzeichnung, da ich finde, da dies dann eine besondere Ehrung verdient hat, wenn man ja besonders viel hilft. Wenn ihr aber außerdem noch weitere Ideen und Vorschläge habt, vielleicht für weitere Server, die ich hinzufügen soll zu den News, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr noch weitere Wünsche und Ideen habt, könnt ihr das auch gerne tun. Es ist für mich auch die Frage, da ich ja eher über die deutsche Minecraft-Welt diese News machen wollte, ob es sich lohnt, Hypixel und Mindplex mit hinzuzufügen. Wenn ihr wollt, dass ich diese beiden Server auch mit hinzufüge, dann könnt ihr mir das gerne auch in die Kommentare schreiben. Denn ich persönlich bin mir da unsicher, ob ich das machen soll. Gut, wenn ihr neu auf diesem Kanal seid und euch dieses Video oder generell, was ich mache, gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.